Ja, herzlich willkommen, liebe Vogelfreunde, und willkommen zurück bei Guido Cardellin. Heute soll es um die Kokzidiose gehen, aber ich habe gedacht, ich fange mal hier draußen an, weil es ist echt bitter, bitter kalt und es windet kräftig. Und ich bin so froh, dass ich hier meine Wand habe mit Stegplatten, die meine Vögel eben abdecken und vor so Stresssituationen, die dann eben auch zur Kokzidiose führen können, schützt. Ich lade euch herzlich ein, bevor ihr das Video anschaut, solltet ihr nicht die vorherigen Videos angeschaut haben zum Thema Krankheiten, den Teil 1 und den Teil 2. Schaut es euch vorher an, damit ihr wisst, worum es geht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Videos bauen Stück für Stück auf und das ist mir ganz wichtig. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, klickt doch unten links auf Abonnieren. Das kostet nichts und hilft weiteren Leuten, den Kanal zu finden auf YouTube. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Like. Ich freue mich drauf und jetzt lasst uns doch direkt losgehen und mal reinschauen. Dann lasst uns gleich in unserem dritten Teil zu den Waldvogelkrankheiten starten. Und zwar behandeln wir heute die Kokzidiose, eine sehr, ja, gefährliche Krankheit, vor allem dann, wenn lange unerkannt. Das ist wirklich eine Krankheit, die auch den Züchtern bis heute Kopfzerbrechen bereitet, da, wie die meisten von euch sicher schon wissen, bei Kokzidien geht es dann speziell bei den Waldvögeln, aber auch bei vielen anderen Vögeln relativ schnell um Leben und Tod. Ganz zu Anfang will ich nochmal einwerfen, dass ich hier ein medizinischer Laie bin, das heißt, natürlich habe ich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen hier die theoretischen Grundlagen auf Basis von Fachbüchern zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz kann ich das natürlich niemals so detailliert darstellen, wie jemand, der das wirklich gelernt, der das wirklich studiert hat. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn er einen vogelkundigen Tierarzt in seiner Nähe hat, primär zu dem vogelkundigen Tierarzt zu gehen. Und das Video hier soll wirklich nur unterstützend sein und für Notfälle eben Handlungsanweisungen geben. Hier nochmal zur Übersicht aus unseren letzten Videos. Wir befinden uns hier oben bei den parasitären Infektionen, zu denen die Kokzidien eben auch gehören. Zentrale Darstellung ist außerdem weiter das Gleichgewicht im Darm. Und hier unten, wenn wir von den Kokzidien sprechen, haben wir ein Ungleichgewicht im Hinblick auf die Parasiten, da die Kokzidien eben zu den parasitären Infektionen gehören. Aber was sind Kokzidien genau? Ja, sie sind, wie gesagt, zu den Endoparasiten zu rechnen. Dabei sind es Einzeller, sogenannte Protozoen. Die Bezeichnung Protozoen ist etwas veraltet, aber wird im internationalen Sprachgebrauch noch sehr verwendet. Einzeller bedeutet aber auch, dass es keine Bakterien sind und dementsprechend können sie auch nicht mit Antibiotika bekämpft werden. Der Lebensraum der Kokzidien ist die Darmschleimhaut. Sie metabolisieren Vitamin B. Das bedeutet, sie benötigen für ihre Entwicklung in den unterschiedlichen Stadien Vitamin B und sie leben häufig opportunistisch im Darm. Das bedeutet ganz konkret, sie sind im Darm sehr, sehr vieler oder den Großteil unserer Vögel vorhanden. Solange der Darm im Gleichgewicht ist, ist das Ganze auch für den Vogel kein Problem. In dem Moment, wo wir ein Ungleichgewicht haben, entsteht eben ein Überhang oder ein unkontrolliertes Vermehren dieser Einzeller, was dann zu den Symptomen der Kokzidiose führt. Symptome und Anzeichen. Diagnostik ist an erster Stelle, wir haben einen atischen und aufgeplusterten Vogel, gesträubtes Gefieder. Das ist ganz typisch für Krankheitssymptome bei unseren Vögeln. Gibt es eigentlich auch bei anderen Krankheiten, aber bei der Kokzidiose ist es sehr, sehr stark ausgeprägt. Der Vogel ist außerdem sehr viel am Futternapf, stochert aber nur gelangweilt, ja, so ein bisschen in den Körnern rum. Er frisst nicht wirklich viel, wenn man ihn beobachtet. Ja, hier in dem Video sieht man außerdem ein an Kokzidiose erkranktes Tier von mir. Man kann eben genau diese Aufplusterung erkennen. Dadurch versucht der geschwächte Vogel, die Körpertemperatur hochzuhalten, weil er ist durch die Schwächung eben selber nicht mehr schafft. So ein Verhalten gibt es auch mal, wenn es besonders kalt ist
Oder wenn der Vogel im Mittagstief ist. Häufig ist es dann aber, wenn der Vogel gesund ist, so, dass er sich nebenher ja, der Körperhygiene widmet. Ist das nicht der Fall und der Vogel ist eben auf Dauer, also sicher zwei, drei, wenn man zwei, dreimal am Tag schaut und der Vogel ist immer irgendwie aufgeplustert, dann gilt es hier zu schauen, okay, wirklich Vorsicht walten zu lassen. Ein weiteres Bild, das mir ein guter Züchterkollege zukommen hat lassen, ist eben, zeigt eben die Abmagerung. Wir sehen hier das Brustbein des Vogels ist sehr klar rausgestellt. Der Vogel ist praktisch komplett abgemagert und das Ganze basiert darauf, dass durch die Vermehrung der Kokzidien der Darm nicht mehr in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen. Und obwohl der Vogel frisst und ja, die Tatsache, dass er dann oft am Futternapf isst, merkt eben auch, dass er eben eigentlich Nährstoffe braucht und versucht da auch ein bisschen was aufzunehmen, fühlt sich aber vermutlich hundselend und magert eben trotzdem immer weiter und immer weiter ab. Außerdem die dunkelrote Einfärbung an Brust- und Bauchgegend ist auch sehr, sehr typisch an dieser Stelle. Körper des Vogels merkt, dass er eben nicht in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen und pumpt dann eben sehr, sehr viel Blut in den gesamten Verdauungstrakt. Das führt zu dieser dunklen Rotfärbung, ist ein Zeichen eben der Entzündung. Ein weiteres Zeichen ist der geschwollene Bauch, der damit sehr zusammenhängt. Wir sehen hier teilweise Darmschlingen. Der Bauch an per se ist geschwollen. Und teilweise ist eben auch die Leber sichtbar. Das Foto hier an der rechten Seite ist natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber etwas, was durchaus passieren kann, wenn man den Vogel ja, vielleicht nicht die Krankheit nicht direkt erkannt hat. Außerdem ist der wässrig-schleimige Kot. Wir haben häufig Durchfall. Und im fortgeschrittenen Stadium kann man hier auch Blut im Kot sehen. Eine Möglichkeit der Diagnostik ist außerdem in diesem Zusammenhang, dass man den Kot auffängt und mit ein bisschen Wasserstoffperoxid beträufelt. Wasserstoffperoxid reagiert mit Blut schäumend, das heißt, ist Blut im Kot vorhanden und schäumt dieses Wasserstoffperoxid und man kann eben ja, nicht notwendigerweise auf Kokzidiose schließen, aber es ist ein Baustein zusammen mit den oben genannten Themen, die wir da betrachten sollen. Und damit genau zur Einleitung der Diagnostik. Nicht jeder Vogel hat alle der angegebenen Symptome und Anzeichen, aber je mehr wir in diese Richtung haben, desto mehr können wir wirklich darauf schließen. Endgültige Sicherheit kann einem da der vogelkundige Tierarzt geben, der eben auch die Ausscheidungen der Vögel unter dem Mikroskop nach Kokzidien untersuchen kann und die unterschiedlichen Symptome noch besser einschätzen kann. Lasst uns aber zu unserem nächsten Punkt kommen. Das ist die Übertragung. Die Übertragung erfolgt eigentlich hauptsächlich durch den Vogelkot, da bei einer bestimmten ja, Entwicklungsstufe der Kokzidien sind die eben auch ansteckend, vor allem dann, wenn die Vögel mit Kot in Verbindung gekommen, wenn sie auf dem Boden Kot von anderen Vögeln fressen oder mit Kot beschmutzte Körner und in dem Zusammen auch eben kontaminiertes Futter, da können eben auch von anderen Tieren dann Kokzidien auf unsere Lieblinge übergehen. Die Ursachen haben wir ja vorher schon mal bei unserem Thema Gleichgewicht gesehen, sind eigentlich sehr häufig die gleichen. Stress einerseits. Dann die Gabe von Medikamenten, beispielsweise Antibiotika, die das Darmgleichgewicht aus dem Gleichgewicht bringen und Veränderungen im Bestand. Das heißt, dass ein Vogel von außerhalb, der potenziell mit Kokzidien infiziert ist, diese in den eigenen Bestand bringen kann. Zusätzlich sollte man wirklich nochmal auf ja, mangelnde Sauberkeit, Überbesatz in der Voliere schauen. Futterumstellungen, Transporte nach Ausstellungen, alles, was den Vogel einfach Stress verursacht, alles, was Veränderungen bringt,
bei den Stieglitzen, die sind vor allem sehr empfindlich hier. Und da kommt es dann relativ schnell zu diesem Ungleichgewicht im Darm und, wie wir leider wissen, sehr häufig zu den Kokzidien. Zur Vorsorge und Prophylaxe können wir auf eine ausgeglichene Ernährung achten. Das heißt, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass die Kokzidien Vitamin B metabolisieren. Vitamin B ist in sehr, sehr vielem Grünzeug drin. Wenn ich hier ein Überangebot an Grünzeug dem Vogel zur Verfügung stelle, kann es eben dazu kommen, dass ein Ungleichgewicht geschaffen wird und der Darm, die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät und die Kokzidien sich im Übermaß unkontrolliert fortpflanzen. Außerdem Sauberkeit, Hygiene, die Übertragung, wie gesagt, in erster Linie eigentlich durch den Vogelkot, habe ich regelmäßig frisches Futter, putze ich die Volieren und Käfige. Und wechsle ich das Trinken, hat der Vogel sehr, sehr wenig Möglichkeiten, mit dem Kot anderer Vögel in Kontakt zu kommen. Hier nochmal vielleicht noch der Überbestand. Wenn ich natürlich sehr viele Vögel auf geringem Platz halte, ist das Risiko eben auch größer, muss ich eben dementsprechend noch häufiger putzen. Dann das Thema Bodengitter, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. In dem einen oder anderen Video habt ihr mich darauf angesprochen, ich habe keine Bodengitter drin. Das ist momentan so, weil ich sehr häufig sauber mache. Ich bin aber eigentlich ein großer Fan von Bodengittern, da diese eben den Kontakt zu dem Vogelkot einschränken und mir eben auch in der Zuchtzeit erlauben, gerade während der Brut- und der Jungenaufzucht nicht so viel an den Käfigen zu machen in Sachen, ja, Putzen und Misten und so weiter. Es gibt außerdem verschiedene Teesorten, beispielsweise den Vier-Rinden-Tee oder den Weiderinden-Tee. Oder Weidenrindentee, na, sehe ich hier gerade, vielleicht ist hier ein kleiner Tippfehler, die eben dabei helfen, Kokzidien vorzubeugen. Was machen diese Tees? Die lösen teilweise die Darmschleimhaut ab, die dann ausgeschieden wird und mit ihr die dort lebenden Kokzidien. Diese Darmschleimhaut bildet sich dann relativ schnell wieder beim Vogel. Und ist dann sozusagen wieder unkontaminiert. Aber lasst uns einen Blick auf die wirksamen Medikamente gegen Kokzidiose stellen. Wir haben hier die Sulfonamide, die häufig genauso wie das Ambrolium kokzidiostatisch wirken. Das heißt, sie blockieren die Weiterentwicklung der Kokzidien. Ja, führen eben dazu, dass der Entwicklungszyklus der Kokzidien gestört wird und werden deswegen sehr, sehr häufig, ja, in sogenannten Kuren verwendet. Was ich von diesen Kuren halte, habe ich euch ja schon in den vorherigen Videos gesagt. Dementsprechend kann ich euch von solchen Mitteln oder solchen Wirkstoffen eher abraten. Es gibt aber sehr viele, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Zu den Sulfonamiden gehört das allseits bekannte ESP3. Es gibt dort auch Produkte von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedliche Markennamen, teilweise auch frei verkäuflicher Form. Das ist der Vorteil, den man hier eben habt. Ich würde an der Stelle eher zu einem Tee greifen, der dann eben die natürliche Befreiung von Kokzidien in Gang setzt. Zumal die Sulfonamide oder auch das Ambrolium weitere Stoffwechselvorgänge im Körper unserer Patienten blockiert und dementsprechend eine negative Auswirkung hat. Häufig ist bei einer akuten Kokzidiose eben auch, ist es nicht mehr ausreichend, ja, den Entwicklungszyklus der Kokzidien zu blockieren, sondern man braucht eben was, was die Kokzidien wirklich direkt angreift. Mittlerweile ist es auch so, dass bei den Sulfonamiden eben auch sehr viele Resistenzen gebildet wurden. Dazu gibt es verschiedene Studien, die im Internet verfügbar sind und deswegen rate ich zum Toltrazuril. Das ist eben auch das, mit dem ich am meisten und sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Es ist unter dem Handelsnamen Bicox von der Firma Bayer in Deutschland auf Rezept beim Tierarzt verfügbar. Es wirkt auch als Kokzidiostatikum, tötet die Kokzidien sehr schnell ab,
ist sehr schnell wirksam und beim Vogel sieht man auch sehr stark den Effekt. Therapieempfehlung von meiner Seite ist 2, 3 Tage Tultrazuril in 2,5%iger Form. Die Dosis hier sind 4 Tropfen auf 100 Milliliter. Das Produkt gibt es auch in 5%iger Form. Dementsprechend werden hier dann bei gleicher Wassermenge halb so viele Tropfen benötigt. Macht man an zweiter Stelle eigentlich 2 Tage eine Pause, damit sich auch der Vogelorganismus erholen kann. Man kann an der Stelle Wasser reichen, ganz normales Wasser, wenn möglich auch mit Vitamin AD3E, das heißt ohne Vitamin B, weil wir haben ja oben erfahren, dass die Kokzidien eben ihren Stoffwechsel dadurch beschleunigen, wenn sie Vitamin B haben. Und es geht an der Stelle wirklich darum, die Kokzidien, die dann auch wirklich geschwächt sind, geschwächt zu halten. Die Dosis hier ist eben nach Packungsangabe. Diese AD3E-Kombination gibt es auch von sehr, sehr vielen Herstellern. Da empfehle ich einfach, euch an deren Dosis zu halten. An dritter Stelle kommt dann eben noch eine 2-Tages-Dosis Tultrazuril. Das Tultrazuril greift die Kokzidien in einem bestimmten Entwicklungszyklus an. Das heißt, es gibt Kokzidien, die in einem früheren Entwicklungsstadium sind und bei den ersten 2, 3 Tagen eben noch nicht angegriffen werden bzw. absterben. Deswegen wartet man nach der ersten Gabe 2 Tage eben ab, dass sich der Vogel auch ein Stück weit erholen kann und fährt dann mit einer zweiten Phase von Tultrazuril weiter, welches dann die übrig gebliebenen Kokzidien eliminieren sollte. Wichtig ist hier zu sagen, auch weiter keine Vitamin B dem Vogel reichen, denn das würde die Kokzidien wiederum stärken. Eine kleine Anmerkung an der Stelle: Nach meiner Erfahrung müsste der Vogel, wenn er wirklich Kokzidiose hat, spätestens am dritten Tag klare Zeichen der Verbesserung aufzeigen und die Symptome mehr oder minder abgeklungen sein. Also schon in der Phase 1. Sollte dies nicht stattfinden, kann man die 2 Pausentage nochmal verwenden, den Vogel beobachten, aber spätestens nach 5 Tagen muss hier eine Verbesserung aufgetreten sein. Ist es dies nicht, hat der Vogel vermutlich keine Kokzidien, sondern irgendeine andere Pathologie. Zum Schluss geben wir ihm wieder eine Vitaminkur, die ihn wieder komplett auf den Damm bringt. Er hat durch das Aussparen von Vitamin B einen sehr hohen Bedarf nach so vielen Tagen ohne Vitamin B und jetzt auch eigentlich einen freien Darm. Das heißt, man füttert nicht mehr die Kokzidien, man füttert wirklich den Vogel. Diese Kombinationspräparate zwischen Vitamin B und K werden so oft verkauft und helfen dem Vogel. Vitamin K ist hier vor allem für die Blutbildung wichtig und unterstützt eben die Thematik, dass er möglichst schnell wieder auf den Damm kommt. Ja, inhaltlich war es das von meiner Seite. Wenn euch was fehlt bei dem, was ich gesagt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr mir noch auf Facebook folgen könntet. Gebt mir einen Like aufs Video. Ich freue mich auf das nächste auch schon. Ich hoffe, ich konnte vielen weiterhelfen oder kann auch in Zukunft vielen Leuten weiterhelfen, Kokzidiose zu bekämpfen. Ich für mich habe schon seit langer Zeit keinen Vogel mehr an die Kokzidien verloren, weil ich genau diese Anzeichen berücksichtigt habe. Und sage jetzt Tschüss, freue mich auf das nächste Video und bis bald. Tschüss.